So, wir sind beim ersten Endboss. Und rüsten mir kurz noch ein bisschen auf hier. Und stellen alles ein. Ach, herrje. Jo. Müssen Schweiber gleich mal hier. So, auf geht's. Ich würde mal sagen, wir gehen rein. Die letzten 18 Male bin ich ja schon mal gestorben. Schauen wir mal, was dieser Versuch bei uns bringen wird. Meine Fresse, Alter. Wie viel Kacke hält der denn aus? Sie dürfen nicht sterben. Erst hat der Pfadfinder ein paar Fragen an Sie. Ihr Anführer, der Kerl, der sie Barrett genannt hat. Wer ist das? Warum hat sie Fema auf Seraph Industries angesetzt? Fema? Denkst du, Fema schert sich um die Firmengeheimnisse eines schäbigen Biotech-Unternehmens? Ihr habt schlimmere Feinde als Fema. Ach ja? Wen denn? Wen? Flieg nach Shanghai. Hengsha. Court Gardens. Penthouse. Sag. Sag ihn. Dass dich Barrett zur Hölle geschickt hat! Stanton, was ist da unten los? Diese Soldaten sind so schnell abgehauen, das glauben sie nicht. Haben die sie gesehen?
Nein, ich war ohne Licht, für alle Fälle. Sind Sie okay? Ja. Geben Sie mir Seraph. Erst bringe ich Sie hier weg. Gehen Sie zur LZ. Ich hole Sie dort ab. Ja, nach gefühlten 30.000 Versuchen haben wir es doch geschafft, den Typen endlich mal ins Nirvana zu schicken. Puh, das war echt knapp. Uffa. Ja. Meine Güte, das war wirklich knapp. Und die Pistole ist ja ein Lacher hier. Die kann ja mal gar nichts. Minenmatrix? Nee, danke, brauche ich jetzt nicht. Ja, so, wir haben herausgefunden, ja, wir haben schlimmere Feinde als die Femmer. Der Typ hat sich in die Luft gesprengt. Und es geht weiter. Fahrstuhl benutzen, es geht nach oben in die Freiheit. Und hoffentlich gleich nach Shanghai. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Mann, hat das wie viele verdammte Granaten gefressen, ey. Eigentlich hätte ich dieses automatische Hinzuziehen aus der Computer mal ausprobieren können. Okay, keine Feinde hier. Warum zum Geier bin ich nicht einfach hier reingegangen? So. Reden wir nochmal kurz mit ihm. Nimm das Scheißding aus meinem Gesicht, bevor ich es dir in den Arsch ramme. Yo, wie läuft's, Mann? Auf der Suche nach neuem Spielzeug? Wir könnten ins Geschäft kommen. Ich brauche nichts. Aber danke für das Angebot. Kein Problem. Friede. Und vorsichtig sein. Die scheinen ja ganz nett zu sein, die Jungs. Wieso bin ich nicht. Wieso hab ich nicht die Tür genommen? Da wäre ich gleich im Hinterhof der bösen Jungs gewesen. Aber nee. Muss halt die Tür nehmen. Bereit zu verschwinden, Jensen? Eigentlich tu nur so. Ja, bringen Sie uns zurück zu Seraph Industries. Keine Sekunde zu spät, wenn Sie mich fragen. Anschnallen und festhalten. Ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie am besten sofort in Ihr Büro. Liebend gern, Francis. Aber erst muss ich Seraph informieren. Das mag schon sein. Aber hören Sie sich an, was ich zu sagen habe. Vielleicht ändert das ja was. Pritchard out. Mhm. Dann gehe ich jetzt erstmal zu Pritchard. Hallo. Wo muss ich denn überhaupt hin? Wir müssen da jetzt runter. Wie geht's hoch? Genau. Höllisch gut aufpassen. So. Er hat mich einfach rausgeworfen und gesagt, er hätte keine Zeit für Personalberichte. Ich habe Frank noch nie so gestresst erlebt. Wer wäre das nicht? Ein Sicherheitsleck dieser Größenordnung? Das ist, als hätte man unser gesamtes Netzwerk geknackt. Wie zum Teufel sind die durch die Firewall? Zwei Leute, die keine Ahnung haben, reden über Firewalls. Ein geheimes Gefangenenlager im Highland Park? Soll das ein Witz sein? Das hat Will gesagt. Hat gehört, wie Frank es David erzählt hat. Ach, und Will ist also eine verlässliche Quelle. Du weißt, dass er den ganzen Tag diesen DJ von diesem Verschwörungsradio hört.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich dachte, Mr. Seraph hätte ihn heute Abend freigegeben, Ed. Ja, nur so nebenbei, ihr habt übrigens recht gehabt mit diesem Verhörlager. Bei allem Respekt, Mr. Cannon, aber ich kann nicht glauben, dass wir diesen arroganten Mistkerl Taggart in unser Gebäude lassen. Nicht schon wieder diese Platte de Bell. Die Rehabilitationszentren seiner Humanität und dienen nicht der Behandlung von Neuropozin-Junkies. Sie sind nichts weiter als eine Front. Eine Front, aha. Ich glaube, das ist mein Büro. Ja, mein Büro. Und da ist auch unser ITler. Arschloch. Kann den Typen einfach nicht ausstehen, ey. Gib mir Muni. Schmerzmittel. Nicht genügend Platz. Oh, was ist das? Ist das Bier? Wein? Hey, ja, geil. Saufen. Alkohol. Was wollen Sie? Ich gebe es nur ungern zu, aber ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um das Signal, das Sie im DRB-Gebiet abgeschaltet haben. Es war fast ein Jahr lang aktiv. Soll das heißen, dass jemand von außen schon vor dem ersten Angriff Zugang zu unserem Netzwerk hatte? Ich habe schon vorher solche Versuche registriert und jedes Mal rasch unterbunden, aber wer auch immer diesen speziellen Algorithmus erstellt hat, ist gut. Sehr gut sogar. Weiß es Seraph? Genau da liegt das Problem. Das Ganze war nur möglich, weil es eine Hintertür in unser Sicherheitssystem gab, von der ich nichts wusste. Und die hat Sanders Team benutzt, um in unsere Fabrik zu kommen. Ich arbeite seit 7 Jahren hier, Jensen, und ich sehe diesen Zugangsweg zum ersten Mal. David Seraph hat ihn eingerichtet, um die Firewall zu umgehen. Er verbirgt etwas und ich finde, Sie sollten herausfinden, was. Warum ich? Weil Seraph diesen Zugang eingerichtet und große Datenmengen darüber verschoben hat, kurz nachdem Ihre Ex-Freundin vorgeschlagen hat, Sie einzustellen. Aha. Hat unser Chef etwa Dreck am Stecken? Das wäre natürlich scheiße. Das werden wir tun. Wahrscheinlich werden wir gefeuert oder angeschossen. Beides wird lustig. Warum ich nach oben, Baby?